Hallo und willkommen zu einer Runde Flohmarkt Pickups. Ihr habt es im Inhalt oder im Thumbnail gelesen. Nintendo Power. Was es damit auf sich hat, das seht ihr gleich. Die Sonne steht hoch am Himmel. Es ist 28 Grad. Ja, es war richtig warm auf dem Flohmarkt. Wir waren heute Morgen auf einem Möbelhaus Friedhof, will ich schon wieder sagen, Möbelhaus Flohmarkt. Der Parkplatz war randvoll, es ist ein großes Möbelhaus und ihr könnt euch vorstellen, wir haben jetzt über 5 Stunden gebraucht, in Ruhe den Flohmarkt durchzugucken. Wir waren von 7 bis 12 da, ja, und haben viel gesehen, ne, von ganz normalen Trödelhändlern, von Privatleuten, von den Entrümplern, von den Bazarhändlern, alles war vertreten. Es war sehr abwechslungsreich. Wie gesagt, die Sonne, die stand am Himmel. Es war warm, 28 Grad. Farbe habe ich bestimmt auch gekriegt. Ihr seht das wahrscheinlich im Video besser als ich jetzt im Spiegel. Es war brütend schon richtig. Die Sonne drückte so ein bisschen. Also man musste auch unterwegs da was trinken. Diesmal habe ich gar keinen Crepe gegessen. Ich hatte das irgendwie gar keinen Appetit da drauf. Ja, ich esse gerne mal Crepe auf manchen Flohmärkten, aber diesmal nicht. Nein, das ging nicht. Naja, ansonsten, was ich diesmal beobachtet habe, ist, dass die Pokémon-Karten Händler sozusagen zugenommen haben. Es gab echt viele, die nicht nur Pokémon-Karten verkauft haben und sich auch auskannten, also wirklich mit Wert, gegradet und so weiter. Und auch Edition, Booster-Packs und alles. Ich kenne mich jetzt gar nicht damit aus, ich kann es ja nur beobachten. Aber es gab auch mindestens 5 oder 6 Stände auf diesem riesen Flohmarkt, die wirklich sich rein darauf spezialisiert haben. Hätte nicht gedacht, das hat echt zugenommen in letzter Zeit. Jetzt anfangen für mich ist sowieso zu spät, aber ich bin echt erstaunt, wie erfolgreich das ist, dass die so viel verdienen. Ne, gerade die gegradeten Karten, ich hörte das nur bei dem einen Stand da, 60 bis 80 Euro für manche Karten. Da habe ich nur gedacht, okay, Flohmarkt scheint ja auch ins Größere da zu gehen jetzt. Naja, wie dem auch sei, ihr wollt wissen, was ich und mein Bruder auf diesem Flohmarkt gefunden habe und warum Nintendo Power. Ja, Nintendo Power, ich fange auch damit an, weil ich habe es hier unten stehen und ich möchte jetzt das nicht umstoßen. Relativ früh, muss ich sagen, haben wir einen Stand gefunden, der eben halt auch Games verkauft hat und so weiter und auch von Nintendo. Und den kannten wir auch schon von einem anderen Flohmarkt. Ich überlege gerade, der war irgendwo mal so ein kleiner Stadtflohmarkt. Da haben wir auch ein bisschen was ihm abgekauft. Wir wussten, er ist Sammler und so weiter. Und Mensch, so hat man natürlich auch so einen kleinen Deal gekriegt. So, in dem Sinne, naja, und mein Bruder, also ich habe mich gerade mit, es waren zwei, muss man dazu sagen. Zwei Freunde, die zusammen verkauft haben. Beide haben Games verkauft und auch Blu-rays und DVDs. Also wir haben auch eine Menge Filme noch hier noch dazwischen. Ich habe mich mit dem einen unterhalten, von dem haben wir auch noch ein bisschen was abgekauft. Und mein Bruder hat zu seinem Kollegen und sein Kollege hatte Amiibos. Ja, und mein Bruder guckte durch und dem fehlte eigentlich schon eine ganze Menge. Und die Amiibos, alle in Box, ich habe sie jetzt hier stehen, wollten so um die 10 Euro kosten. Und ja, ich persönlich kenne mich jetzt da nicht so wirklich aus. Aber da sind einige doch Highlights dabei, sehr frühe Ausgaben und ja. Mein Bruder meinte, er hat da dann ein Schnäppchen geschlagen für seine Sammlung und mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Ich weiß nicht die einzelnen Werte. Ich kann euch die eben halt nur zeigen und ihr könnt mir sagen, was ist davon denn euer Highlight? Denn ich habe hier, wenn ich es richtig gezählt habe, 19 Amiibo-Figuren. Ja, ihr hört richtig, 19. Gut, ich greife einfach runter und nehme raus. Also ich habe jetzt nicht die sortiert und ihr könnt hier sehen, Sheik, Super Smash Bros. Ich kann jetzt auch nicht sagen, zu welcher Serie der gehört. Also zum Spiel Super Smash Bros. Bei den Amiibos. Aber es ist, glaube ich, Zelda, sagte mein Bruder. Ich bin nicht hundertprozentig bei allem da der große Experte, von welchen Spielen die kommen. Aber ist auch egal, ich zeige euch die Figuren. So, hier eine, die ist leider schon ein bisschen angegilbt. Passt eigentlich auch zur Figur, zu Pac-Man. Hier richtig schön, also die sind auch alle verpackt. Die hat leider ja die Sonne belächelt, die Verpackung. Ansonsten ist die auch noch top, Nummer 35, die Pac-Man-Figur.
Es sind ein, zwei, die leider die Vergilbung angenommen haben. Ich habe auch einen Saft hingestellt. Wie gesagt, hier selbst in meiner Wohnung 26 Grad noch. Ohne einen Schluck Saft, das geht gar nicht. Weiter geht's. Welche Figur habe ich hier? Ja, Nummer 7, Samus von Metroid. Ja, das ist ein Muss. Ich dachte eigentlich, mein Bruder hat die, aber scheinbar nicht. Weiter geht es. Ich greife zu. Hier etwas schwerere Figur. Nummer 20, Bowser. Richtig cool. Wie gesagt, ihr könnt mir sagen, ob ich da jetzt hier richtig wertvolle, seltene Figuren dabei habe. Mein Bruder weiß es bestimmt, ich jetzt nicht wirklich. So eine Figur, die auch die Sonne geküsst hat. Leider hier King DDD, Nummer 28, Super Smash Bros. Die Figuren finde ich von den richtig cool. Leider kann man natürlich auch nicht immer was sagen. Bei den Sonnenfärbungen des Plastik kann das ganz schnell annehmen. Da kann man noch nicht mal in der Sonne gestanden haben. Es geht manchmal nicht anders. So, weiter geht es. Ich greife einfach weiter runter. Yoshi, Nummer 3 ist das sogar. Und ihr seht, die sind alle noch in Originalverpackung. Auch im guten Zustand und für einen 10er, glaube ich, macht man da auch nicht wirklich viel verkehrt. Weil die sind irgendwie relativ stabil. Ich habe nur festgestellt, Nintendo macht da ja irgendwo einen kleinen Fehler. Einerseits sammeln die Leute das sehr erfolgreich, sind auch, ja, lieben diese Sachen, aber ich sehe die ganz selten ausgepackt. Packt die überhaupt jemand aus? Ich sehe ja auch, hier sind alle noch in Boxen. Dann haben wir hier Nummer 2, Peach. Auch eine richtig schöne Figur, auch richtig gelungen. Wie gesagt, hier so hinten leider eine kleine Abnutzung, weil da wahrscheinlich ein hartnäckiger Aufkleber, Sicherheitsaufkleber drauf war. Aber so ist es ja manchmal. Ja, ja, wie gesagt, Peach. Und ich sagte ja gerade, packt dich mal aus. Also ich sehe Disney Infinity Figuren los, habe ich euch auch gezeigt. Haben wir auch einige gekauft. Wir hatten auch diesmal einen Händler gefunden, der ganz, ganz viele Disney Infinity Figuren hatte. Aber ich zahle keine 5 Euro bis 10 Euro pro Stück dafür. Das ist dann zu viel. Und dann warte ich lieber. Wir finden die Sache ja auch von Zeit zu Zeit. Und ihr seht ja, was wir wieder gefunden haben. Und da kommen noch viele verrückte Sachen heute. Also, weiter geht es. Es sind ja noch mehr. Ich sagte ja 19 Stück. Die nächste Figur, die ich hier habe, ist Mr. Game & Watch. Auch eine coole Figur. Lustig. Und weiter geht's mit. Was habe ich hier jetzt? Palutena von Super Smash Bros. Ich überlege gerade, wie ich die alle hinstelle, weil im Endeffekt kommt ja noch mehr. So, die nächste Figur, die ich jetzt hier habe, ist Captain Falcon. Auch richtig gut. Ihr seht, das sind frühe Nummern, also es sind schon etwas ältere. Ich glaube auch zum größten Teil Erstauflagen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, weiter geht's hier. Und ich finde, da wird die Verpackung nicht wirklich viel ausgenutzt. Kirby. Ihr seht da unten der kleine Ball. Ja, also hier oben so viel Luft. Ist natürlich angepasst, weil man will auch im gleichen Format. Ja, verzeiht, wenn ihr ein bisschen so ein Klopfen hört, wie jetzt. Das ist, ich habe im Haus welche, die neu einziehen, die jetzt ihre Wohnung gerade beziehen. Warum jetzt gerade an der Heizung rumgeklopft wird, weiß ich nicht. Entschuldigt das bitte. So, weiter geht's. Nächste Figur. Sonic the Hedgehog. Auch richtig cool. Also ich mag die Figuren. Sind richtig schöne optische Highlights. Und dann habe ich noch, was habe ich denn jetzt hier? Ich greife runter. Ich sage ja, viele sind das. Rosalina. Und ihr seht vielleicht schon, die hat auch langsam, ja, der Stern zu stark beleuchtet. Ja, die Sonne hat auch leider ihren Teil schon dazu getragen. Ist sehr, sehr schade, aber die Figur sieht toll aus. Kann ich auch wirklich nicht anders sagen. Dann habe ich hier Ike. Das könnte, keine Ahnung, irgendein Fantasy-Rollenspiel. Ich muss da echt raten. Da bin ich nicht so bewandert. Mein Bruder ein bisschen mehr. Aber auch richtig schöne Figur. Und ihr seht, es sind jetzt hier gleich 16 Figuren, die hier allein schon stehen. So, die nächste habe ich hier, ist Robin. Auch nicht schlecht, wirklich nicht schlecht.
Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsfigur da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So, welche Figur habe ich hier? Mars. Und jetzt haben wir schon 16 hier stehen. Und 3 habe ich noch. Lucina habe ich hier. Hier ist leider oben die Delle ein bisschen die Box eingeknickt, aber auch sonst top. Und dann kommt hier Mega Man. Ja gut, das ist ein Muss. Der muss einfach sein. Ist natürlich auch von Smash Bros., aber das Spiel Mega Man ist natürlich kultig. So, und hier die letzte Amiibo-Figur, deswegen sind die geballte Amiibo-Power, habe ich hier die Ice Climbers. Auch eine schöne Figur. Naja, und ich bin jetzt irgendwie durcheinander gekommen, aber ich habe ja weiter erzählen wollen. Also wie gesagt, kaum einer packt das aus. Das heißt, benutzt ihr die Amiibos? Packt ihr sie aus? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die lose stehen habt. Seht ihr sie auf Flohmärkten häufiger lose oder auch wie ich fast nur in den Boxen? Wie sammelt ihr sie? Also bei uns stehen die, ich habe eigentlich gar keine Losen, also in dem Sinne habe ich die nur in Boxen. Ich persönlich besitze die beiden Bayonettas, also von Bayonetta 2 gibt es ja 2 Figuren. Die sind noch verpackt. Besser geht es ja nicht. Staub hier einmal wischen, ne? Tolles Display, also da kann ich nichts zu sagen. Ja, also Nintendo Power pur. Ja, und jetzt kommt noch mal, geh gleich weiter mit Nintendo. Ob das echt ist oder nicht, ich glaube ich nicht. Also es ist, glaube ich, eine Fälschung, aber die gab es, diese Figur mit Pikachu. Ja, das habe ich schon verraten, mit einer zweiten Figur. Ich stelle sie da hin, habe ich ja schon verraten. Für 15 hat mein Bruder bezahlt. Und zwar haben wir hier einmal, sieht sehr echt aus, von Figma, eine Link-Figur. Aber die Box ist sehr leicht und obwohl der Druck sehr gut aussieht, und es ist halt japanisch alles, war man so ein bisschen am Zweifeln. Der hatte auch ein paar Bootlegs da, beziehungsweise es waren dann ja keine direkten offiziell gesagte Bootlegs, wie kann man das sagen, Third-Party-Transformers-Figuren. Also da war wirklich kein Transformers drauf, die hießen auch nicht Optimus Prime, es war ein Optimus Prime da, aber der hieß dann Commander, also in dem Sinne, ja, war das nicht irgendwie falsch benannt hier, sind wir uns nicht sicher, wahrscheinlich ist es eine gut gemachte Fälschung oder eine Überproduktion für Asien, aber eine schöne Figur, und wie gesagt, für den Preis kann man sie sich wirklich auch hinstellen. Und das ist hier jetzt auch kein Original, aber auch sehr gut. So ein Lego-Teil eben halt. Machung einfach ein Pikachu. Kann auch eine Lizenz sein aus Asien, die das so verkauft hat, weil es recht gut gemacht. Ich habe hier sogar einen Holo-Sticker. Also könnte sogar echt sein aus dem asiatischen Bereich, im Asien-Bereich. Weiß ich jetzt nicht. Sieht aber ganz cool aus. Und wie gesagt, für den Preis fand mein Bruder das ganz klasse. Keine Fälschung, aber auch ähnlich Lego-Style, beziehungsweise das sind ja Klemmbausteine. Aber für 5 Euro hat mein Bruder von den Brickheads Goofy und Pluto. Auch sehr, sehr schick. Und ihr seht, ich habe hier ein paar Toys. Ich gucke gerade immer noch runter, aber es geht bald zu Filmen, zu Büchern und sonst was über. Ja, was habe ich denn noch? Ein Auto. Das habe ich aber nicht auf diesem Flohmarkt gefunden, sondern auf dem letzten, und das habe ich in meiner Tasche vergessen. Das habe ich eben gefunden, als ich meine Sachen ausgepackt habe. Von 1975 ist das ein von Matchbox, ein Planet Scout. So ein Science-Fiction-Wagen. Ich fand den richtig cool. Den gab es für 50 Cent. Und ja, den habe ich vergessen irgendwie und wiedergefunden, als ich eben ausgepackt habe. Passiert. Ja, gut. Aber ihr wollt wissen, weiter geht es. Dann, Nintendo, es gibt noch was von Nintendo, also keine Angst. Deswegen, Nintendo Power pur, habe ich ja geschrieben, Nintendo Power. Für 1 Euro habe ich mitgenommen für meine Schwester, das ist, glaube ich, von McDonald's oder so, so eine kleine Plüschfigur von Das Biest. Fand ich witzig, das sieht man auch nicht so oft. Ist ganz nett und ja, für den Kurs kann man den auch mitnehmen. Na, lass ich das stehen. Genau. Dann geht es weiter. Ich
lege. Och, querfällt, ich muss es einfach machen. Ich nehme das, doch, das, jetzt habe ich es in der Hand. Eine Kassette habe ich gefunden, nur eine einzige Hörspielkassette, aber von 1980 und habe ich so noch nie gesehen. Monchichi. Ist also wirklich eine ganz alte Kassette, steht 1980 drauf, also wirklich richtig alt. Ich hätte beinahe noch eine zweite Kassette mitgenommen, und zwar von Mike Krüger, seine Platte oder seine Maxi, der Nippel, war nur nicht die Kassette drin. War rein nur die Hülle und das wollte ich dann nicht machen. Aber Monchichi habe ich noch nie gesehen, fand ich witzig und für 50 Cent habe ich dann einfach eingepackt. Ich würde sowieso nicht viel Platz finden. So, dann hat mein Bruder zwei Comics genommen, die wir von so einem, der hat nur Comics verkauft, so eine Art Comic-Händler. Die fehlten meinem Bruder von Star Wars, jeweils für 5 Euro. Und hier habe ich sogar noch Sealed von dieser, ja, von dieser neuen Reihe. Chewbacca und Star Wars, die Hohe Republik. Das ist ja Geschichte noch lange vor unserem bekannten Star Wars, vor Chewbacca und Co. Also in dem sind sie sozusagen Jahrhunderte vorher, geht es um die Jedis und die Sith. Ja, wie gesagt, im Neuzustand und die gab es für je 5 Euro. War für ihn eben halt günstig, da er sie sammelt und dann, wenn man günstig findet, nimmt man mit. Ne? Ihr wisst es ja, ihr macht das ja auch nicht anders. Nochmal einen Schluck trinken, bevor ich an mein Glas nicht mehr rankomme. Weil das alles voll ist. Dazu auch ein Buch. Ich glaube, mein Bruder hat 3 Euro bezahlt dafür. Warcraft oder World of Warcraft, Schatten der Horde. Oder Vol'jin, Schatten der Horde von Michael A. Stackpole. Im Hardcover ist natürlich ziemlich dick, aber sind auch teuer. Kosten 20 Euro, also für 3 ist dann wirklich günstig. Ist auch das einzige Buch. Ich wollte eigentlich mal 3 Fragezeichen oder so, habe ich gedacht, finde ich vielleicht einen, aber nee. Da waren zwar welche, aber die hatte ich alle. Also kein neueres oder so. Eigentlich schade. Ja, bevor ich noch weiter zu Nintendo komme, ich überlege gerade, damit ich den Platz entsprechend belege. Ich muss ja sehen, ich habe Videokassetten gefunden. Ja, ihr hört es schon, er fällt zusammen. Ich habe aber nicht genug Hände. Und zwar habe ich 2 Stände gefunden. Den lege ich nochmal zur Seite, weil es ein anderer Preis war. Ich habe einen Stand gefunden, da hatte Videokassetten, ganz alte dabei. Und da habe ich dann mir, wollte 2 Euro das Stück. Und ich habe jetzt für 6 oder 7 Euro habe ich 4 Stück mitgenommen. Und zwar habe ich mitgenommen etwas, was man selten sieht, DuckTales, Mikroenten vom All. Auch richtig cool. Ja, das ist also, sind 2 Episoden aus der klassischen, der alten DuckTales-Serie. So einzeln habe ich es noch nicht gesehen. Dann habe ich gefunden, eine TV-Serie, das ist aber auch aus einer Videothek. Ich weiß nicht, ob die regulär im Handel sonst war, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab nur in der Videothek. Ich glaube, die hieß die Spezialisten, aber auf RTL die Serie. Hier hieß sie die Superhelden. Und zwar ist das eine TV-Serie. Richtig cool. Das Witzige ist, erstmal die Schauspieler sind richtig cool. Also wenn wir hier sehen, Kevin Peter Hall, das ist der große Schwarze, der hat mitgespielt oder in Predator 1 und 2, beziehungsweise er war der Predator, der spätere Predator. Gab auch Jean-Claude Van Damme, der hat auch den Predator mal gespielt, aber er hat ihn nicht für die Filmaufnahmen gespielt, sondern er war für die Lichtproben und für die Sachen dabei im alten Monsterkostüm. Denn das, was wir kennen, ist das zweite, das neuere Monsterdesign. Und er war dann später eben halt im Kostüm deswegen, weil man das ein bisschen verändert hat. Kennedy Cox kennen wir ja aus Friends. Und die anderen beiden nicht wirklich, aber ich finde, der Gitarrist, der ist ja Musiker und kann Elektroblitze verschieben, sieht aus wie Dieter Bohlen, wenn man mal genau guckt. Guck genau hin, richtig cool. Und die haben halt Fähigkeiten gehabt, wie er konnte Elektroblitze verschießen, der Große konnte sich ganz klein machen. Nehmen wir vielleicht noch ein paar Bilderchen. Und was sie konnte, weiß ich gar nicht mehr. Ich überlege gerade. Was konnte sie denn noch?
glaube, sie konnte sich unsichtbar machen oder irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich vergessen. Vielleicht gab es das und das habe ich so noch nie gesehen. Und konnte ich nicht liegen lassen. Die Rückkehr der Star Wars auf Videokassette. Das ist absolut ein Klassiker. Und genauso hier der Krieg der Sterne. Konnte ich auch nicht liegen lassen. Die gab es, wie gesagt, für im Endeffekt 1,50 Euro, sag ich mal, das Stück. Und dann habe ich in einem Stand für 50 Cent zwei Videokassetten noch mitgenommen. Die werden mich aber auch verlassen, weil das sind jetzt keine, die ich so speziell sammle. Aber die erste, die ich jetzt euch zeige, die ist für den lieben Mike. Mike, ich grüße dich. Du guckst ja auch immer diese Videos. Und die wird an dich gehen. Wahrscheinlich erst auf der Toyplosion werden wir uns sehen. Otto, der Film. Und eine Videokassette, wo ich nicht mal wusste, dass es sie als Videokassette gibt. Die Superhit-Parade von Elf. Mit Musikvideos. Wusste ich nicht. Ich weiß, dass es eine CD, Doppel-CD gibt. Und das Coole noch, die ist noch sealed. Eine absolute sealed Videokassette. Richtig geil. Habe ich so noch nie gesehen. Ich finde auch sehr genial, Elf, der raucht eine Zigarre. Es würde es heute nicht mehr kindgerecht sein. Also Wahnsinn. Ja, das ist doch schon eine ganze Masse, die wir hier auf dem Tisch haben. Also Wahnsinn, das überhaupt auf dem Flohmarkt. Also ja, die Summen da, das, mein Bruder hat gut zugeschlagen. Hat auch gespart, wenn man es so will, aber es ist auch eine Menge. Ja, und dann gab es, ja gut, ich mache jetzt mal das Kleine, für 2 Euro. Habe ich einen Controller gefunden. Ist jetzt kein echter GameCube-Controller, sondern eine Nachproduktion, aber für 2 Euro habe ich gesagt, okay, komm, ich nehme ich mit. Es soll ja halt halten, die Joysticks funktionieren noch gut und ja, ist halt ein GameCube-Controller, ne? Und für 2 Euro habe ich gesagt, nehme ich auch sowas gerne mit. Na, bleibt da oben stehen. Ich sagte, es wird voll, man kann es jetzt gar nicht schön packen. Ja, und einen zweiten Controller von Nintendo hat mein Bruder auch noch mitgenommen, und zwar einen japanischen, und zwar den japanischen Xenoblade 2 Controller. Den gab es für 20 Euro. Ist top, ist total unbenutzt, ist nur geöffnet, so dass man sehen kann, der einzige Manko ist hier hinten, ist so ein bisschen geknickt, aber für 20 Euro hat mein Bruder sich, ja, hat er echt begeistert aufgenommen, das Ganze. Ja, und bevor ich noch zu Filmen und Games komme, das lichtet sich so langsam, also so ein bisschen, jetzt komme ich zum Ende, auch wenn es am Ende ein bisschen schwierig wird, all das nochmal aufzunehmen für euch einzeln, aber das mache ich immer gerne. Dann gab es bei einem Händler, wo mein Bruder auch noch ein Game mitgenommen hat, das zeige ich euch später, habe ich dieses Panini-Sticker-Album gefunden. Da wollte man 5 haben, aber im Endeffekt haben wir weniger bezahlt durch das Spiel, was wir noch gekauft haben. Das ist absolut vollständig. Das ist aus der Serie, der Aladdin-Serie. Ja, fand ich echt sehr interessant. Und ich werde dazu auch ein Let's View machen bald. Da blättern wir das gemeinsam durch und schauen uns einfach alles an. Und falls noch irgendwo ein Bild fehlt, werde ich das vorher ja, organisieren, dass es dann vollständig ist, damit sich das Durchblättern lohnt. Ja, und mein Bruder hat dann noch bei dem Händler, wo wir hier diese gekauft haben, beziehungsweise dem einen Kollegen, ich sagte ja, wir haben da 2 Sachen, bei dem einen haben wir ein bisschen Blu-Rays und mitgenommen und die Amiibos. Bei dem anderen Kollegen, der hatte auch sehr viele Games, da haben wir schon mal was mitgenommen, diesmal jetzt nicht so viele Sachen, da haben wir aber auch einen kleinen Deal gemacht, mit ein paar schönen Sachen. Er hatte auch ein Einklebealbum da liegen. Ja, und zwar Nintendo, das offizielle Sticker-Magazin. Auch richtig cool, es ist nicht vollständig. So, das wird das Spiel so ein bisschen gezeigt. Das ist jetzt Super Mario Bros. Es ist jetzt eben halt so, ja, mir recht als schlecht geklebt. Es fehlen eben halt auch noch Sticker. Aber, dazu komme ich gleich noch, wir werden natürlich das versuchen, auch vollständig zu kriegen, damit wir auch, ja, damit ich auch ein schönes Video machen kann. Die Mittelseite ist leider herausgetrennt. Das liegt aber daran, wenn ich sie jetzt kurz aufschlage, weil man das Poster
ein bisschen bekleben wollte und vielleicht auch aufhängen. Es hat sich vielleicht gelöst. Dadurch ist es ja manchmal so, dass diese Sache dadurch etwas lockerer ist. Das ist das Einzige, was schade war. Dafür wollte man 15 Euro haben. Das klingt viel wenig. Es ist, findet sich so ja auch schon schwerer. Aber wir haben natürlich das auch gebundelt, noch mit anderen Sachen zusammen, was ich euch auch gleich zeige. Nämlich noch mit zwei anderen Sachen mit. Zum einen, ich habe ein bisschen was hier mit Stickertüten, natürlich von dem Einkleberalbum. Das heißt, da werden bestimmt einige noch mal geöffnet und ja, das vielleicht kriege ich vollständig. Naja, es waren ein paar mehr Tüten übrigens als die, die ich euch jetzt zeige. Deswegen kann ich jetzt auch nicht auf den ganzen Preis da eingehen, weil da, der war ein bisschen unter der Hand gemacht, auch da war viel Freundschaftspreis da noch zwischen und ja, aber schöne Stickertüten, wie gesagt, das Album, also richtig klasse. Wann findet man das? Das ist ja auch selten zu finden und selbst die Stickertüten sind zurzeit bei eBay, ich habe gerade in diesem Moment, wo ich das Video aufnehme, geguckt, nicht zu finden. Vielleicht ein paar Einzelsticker, die kenne ich nicht alle von den Motiven, aber die Tüten jetzt nicht. Ja, und einzeln wollte er für die Tüten übrigens 3 Euro das Stück haben. Den Preis haben wir nicht bezahlt durch das ganze Bundle, aber wir haben einige Tüten. Was wir auch noch gefunden haben, er hat auch viele Gameboy-Spiele gehabt, verschiedenste Qualität. Also er hatte welche, die waren sonnengebleicht und welche, die waren gut Zustand. Da waren jetzt aber wirklich keine Titel dabei, die jetzt uns fehlten. Was uns aber fehlten, waren Anleitungen. Er hatte auch lose Anleitungen von Spielen, die er jetzt nicht dabei hatte. Und die haben wir mitgewandelt und die beiden Anleitungen, die ich jetzt hier habe, haben wir für 15 Euro mitgenommen auch. Deswegen, ich sage euch die Preise, die ihr erst sagte. Wir haben aber später noch gebundelt, ganz anderen Preis. Und zwar haben wir einmal die Schlümpfe für den Game Boy. Haben wir noch nicht. Und das ist das Highlight eigentlich und auch das etwas teurere von Castlevania The Adventure. Die Anleitung. Wir dachten erst, da fehlt was drin, weil es sind nur so ein paar Seiten, aber sie sind auch richtig cool. Hier sind Monster. Auch hier hinten der Schwinger der Peitsche. Nee, nicht Indiana Jones. Aber er schwingt auch die Peitsche. Ja, wie gesagt, die beiden gab es auch dazu. Ja, und dann habe ich noch drauf gebundelt. Einmal ein PlayStation 1 Spiel. Und zwar Baphomets Fluch. Ist vollständig. Hat trotzdem einen Manko. Deswegen haben wir es auch etwas. Da hat er es ohne Probleme darauf gebundelt. Es ist so ein, vielleicht ist es ein Brandloch auf der CD. Ich werde sie einmal schleifen lassen. Vielleicht funktioniert sie dann noch. Ich meine, ich habe das Spiel. Für mich ist das jetzt rein für die Sammlung nochmal. Ich habe es einfach mitgenommen. Ich sammle ja Baphomets Fluch. Also habe ich gesagt, nehme ich es mit. Genau. Das war jetzt das, was ich da gebundelt habe. Und bevor ich zu den weiteren Spielen komme, zeige ich euch Filme. Weil die Spiele, ihr wisst, das sind so die Highlights immer wieder für euch. Das lese ich auch immer wieder in den Kommentaren. Die Spiele wollt ihr sehen. Andererseits, ja, wieder richtig viel Stuff. Spannenden Stuff. So, Filme. Wir haben eine Menge Blu-rays, wovon auch einige abgegradet werden, gefunden. Ein paar, die noch fehlten. Die Preise waren von 1 Euro bis 3 Euro. Aber durchschnittlich kann man sagen, haben wir vielleicht 2 Euro pro Stück bezahlt. Und zwar mitgenommen haben wir Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Creed. Der fehlte noch in der Sammlung, den haben wir wirklich nicht gehabt. Mein Bruder wollte den Film mal sehen. Für diesen Kurs mit 2 Euro kann man ihn ja mitnehmen. Ocean's 8 mit Sandra Bullock. Ein Film, den wir nicht in der deutschen Fassung haben, aber mit deutscher Tonspur drauf auf Blu-ray. Hier ist die Hülle leider kaputt. Das macht es aber nicht. Der Film ist in Top-Zustand. Wir haben ihn gekauft, bevor er in Deutsch auf Blu-ray draußen war, deswegen hatten wir ihn noch nicht, ist Predator 2 Uncut. Ja, den gab es übrigens umsonst von dem, wo mein Bruder die Amiibos mitgenommen haben. Er hat uns einfach geschenkt. Und ein Spiel hat er mir auch noch geschenkt, was leider ohne Handbuch ist, aber das zeige ich euch dann. So, dann gab es auch, wie gesagt, für 2 Euro je im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves und Al Pacino. Ist sogar noch sealed. Und Charlize Theron spielt auch noch mit. Und ein Kultklassiker, wie gesagt, auch für 2 Euro, Scarface. Und zwar auch mit Al Pacino. Richtig cool. Ja, dann auch ein Upgrade von Blu-ray von DVD auf Blu-ray, aber eine der ersten Blu-rays. Déjà-vu, Denzel Washington. Ein Tony Scott-Film.
Oder vielleicht sogar mit seinem letzter Film, bevor er leider verstorben ist. Ja, dann ein Film, der ist wirklich nur, naja, okay. Kann man wirklich nur sagen, ich habe ihn gesehen, weil die anderen Lego-Movies sind besser, aber Lego Ninjago-Movie, hier gehört irgendwie dann auch in die Sammlung. Wie gesagt, gab es für 2 Euro. Ähnlich auch gab es hier Cats and Dogs, die Rache der Kitty Kalor. Auch ein Upgrade, haben wir schon lange auf DVD. Ein Film, gab es wie gesagt auch für 2 Euro. Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino oder Quentin Tarantino mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Da ist die Hülle leider auch kaputt hier hinten eingebrochen. Ja, ist halt manchmal so. Aber für 2 Euro kann man dann ja auch nichts sagen. Für 1 Euro, das war definitiv 1 Euro. Tom Cruise, Cameron Diaz, Night and Day, Extended Cut. Der lief gerade im Fernsehen. Ich habe leider nur so die letzten 20 Minuten oder so reingeguckt, so nebenbei laufen lassen. Habe ich gedacht, könnte ich ja gucken. Gucke meine DVD-Sammlung, merke, den habe ich gar nicht. Ich dachte mal, habe ich ihn irgendwo mal auf dem Flohmarkt auch mitgenommen. Ne, habe ich nicht. Also nachgeholt, 1 Euro. Dann kann ich mir in Ruhe nochmal angucken. Genau. Genau, weil es geht auch bei den zweiten. Dachte mein Bruder, Mensch, wir haben ja gar nichts von Madagaskar. Wenn man guckt immer nur im Fernsehen, dann müssen wir auch haben. Das ist Madagaskar 2 für den dritten Kurs. Und ja, last not least haben wir einen Asien-Film von den Shaw Brothers. Drunken Monkey, Western, Kung-Fu-Film, ist auch eine Videothekenfassung. Haben wir jetzt für 1 Euro mitgenommen. Mal reinschauen. Ja, sah ganz lustig aus, so ne? Western meets Kung-Fu. Kann man ja nichts sagen, ne? Mehr ausprobieren kann man es nicht und dann wieder aussortieren. Ja, und jetzt nähern wir uns oder kommen die Spiele dran, das wollt ihr wissen. Ich habe dann für die PlayStation 1 was gefunden und ich glaube, das sind nur Demos, das sind keine Promos. Aber so findet man die auch selten. Ich habe dafür 8 Euro bezahlt für 3 Stück. 3 wollt ihr das Stück haben, das geht dann auch noch. Hier habe ich einmal die, hier steht auch Demo Only drauf, von Forsaken. Ist halt nur die CD, ich habe sie in Hüllen gepackt. Hier habe ich Crime Killer, das sagte mir gar nichts. Wie gesagt, auch nur Demo Only. Mag natürlich angehen, dass das Spiel vollständig ist, als man denkt. Auch hier Demo Only, aber weil ich das so nicht kenne in dieser Doppeledition, Fighting Force und Tomb Raider 2. Und das allein für einen Tomb Raider Sammler oder so, ist das natürlich ideal. Und ja, Promos habe ich zwar auch schon einige abgegeben, aber irgendwie hänge ich auch an Promos und nehme die immer gerne mit. So, jetzt gucke ich kurz. Ich überlege gerade wieder, habe ja noch mehr PlayStation-Spiele und Co. Ich überlege gerade, ich gehe nach Konsolen und so weiter. Habe ich ein bisschen umsortiert, gerade spontan. Ich habe, ja, wie gesagt, Spiele nach PlayStation 1, aber ich gehe jetzt ein bisschen durcheinander wahrscheinlich wieder. Ich habe hier für den PC einmal Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde mitgenommen. Gibt es für 1 Euro. Ist ein schönes Sammelstück und gute Tauschware, weil das Spiel gibt es nicht mehr und es ist immer noch sehr gefragt. Ja, dann gab es für die PlayStation 2 ein Spiel, was irgendwie fehlte in der Sammlung. Und es gab es jetzt auch, glaube ich, für 1 Euro. Also deswegen hat mein Bruder das mitgenommen. Gab es am gleichen Stand, wo wir das mitgenommen haben. Call of Duty World at War Final Front in der Platinum Edition. Wie gesagt, für den Preis ist alles dabei. Also kann man jetzt nichts gegen sagen. Dann gab es für die klassische Xbox eine Promo. Und zwar von Ninja Gaiden. Die Promo hat wirklich nichts weiter als die CD drin. Handbuch gibt es in diesem Fall nicht. Einzige Frage ist, ob es die Version auch uncut ist. Wahrscheinlich ist sie das, denn die deutsche Version ist cut. Ist keine deutsche Information drauf. Deswegen könnte sein, dass die uncut ist. Freut uns. Und so hat man den auch in der Sammlung dann. Und Promos, wie gesagt, nehme ich mit. Dann gab es 2 Spiele für die Wii. Ein Spiel, was ich geschenkt gekriegt hatte, was ich ja schon sagte, eben halt ohne Handbuch zu den Amiibos, ist eins meiner Lieblingsspiele, jedenfalls auf dem C64, und zwar Sid Meier's Pirates. Und da ist leider kein Handbuch dabei. CD ist top. Hier ist nur dieses andere Teil. Das heißt, ich muss mir ein Handbuch organisieren oder das Spiel nochmal finden, aber auf jeden Fall für geschenkt
freue ich mich. So, für, ich glaube auch nur 3 Euro oder 2 Euro, gar nicht so teuer, gab es Puzzle Quest. Ist eigentlich ein Puzzlespiel, aber richtig schöne die Grafik. Auch so ein bisschen Rollenspiel-like, also auch alles kompletto. Und ja, kann man echt nichts gegen sagen. Also, nennt sich so ein bisschen Rollenspiel, ein bisschen Novel-Style, japanische Novel oder so ein bisschen Japan-Rollenspiel sieht es aus. Ja, wie gesagt, für den Preis kann man gerne mal ausprobieren. Mir jetzt wieder zurückgeben, weiterverkaufen, vertauschen, geht ja nicht. So, dann gab es, ich habe 4 Euro hat mein Bruder dafür bezahlt, für die Xbox One noch Sealed, die Day One Edition von Tournament, Tides of Numeria. Das ist ein Rollenspiel. Wie gesagt, für 4 Euro kann man auch nicht viel verkehrt machen. Ja, und dann kommt noch PlayStation 4 Spiele. Damit haben wir dann den Schlussstrich gezogen. Ihr seht schon, es ist mega voll. Und ich habe euch, weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gequatscht habe schon, aber auf jeden Fall schöne Sachen dabei. Ich überlege gerade, man hat so viele Kleinigkeiten. Also es sind alles so kleine Highlights. Gerade das Sticker-Album ist absolutes Highlight, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, überhaupt diese alten Sachen zu finden, das ist so, da fühlt man sich jetzt gleich nostalgisch. Das ist so, man, wie alt man ist, denkt man drüber nach. Naja, egal. So, ihr wollt noch wissen, was die letzten 5 PlayStation 4 Spiele sind. Und zwar fehlt in der Sammlung. Ich habe, glaube ich, nur, ich habe ganz ehrlich, nur eine Promo gehabt. Jetzt noch mal eine Retail-Version, obwohl hinterher gar nicht so schnell gemerkt, es ist die Bundle-Version von Far Cry 4. Wie gesagt, ich hatte nur eine Promo. Gleiches galt für Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich habe da nur eine reine Promo, weil ich damals pressemäßig da berichtet habe darüber. Für die Nautilus habe ich darüber geschrieben. Das lege ich zurück, das ist meins noch gewesen. Dann, das war das Spiel, was wir gebundelt haben mit dem Aladdin-Album. Sollte 10 kosten. Ich glaube, 7 oder 6 Euro haben wir dann bezahlt. Ist Hidden Agenda. Ist ja auch von den Until Dawn-Machern. Ja, wir haben es zwar später noch mal billiger gefunden, aber da hatten wir das schon gekauft. Also in dem Sinne kann man auch nichts machen. So, für 4 Euro hat dann mein Bruder mitgenommen. Auch ein Spiel, was ich nur als Promo hatte. Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske. Und das hat mich 8 Euro gekostet. Leider wollte man da nicht handeln, aber das ist ein Spiel, was mein Bruder in der Sammlung hatte. Ich wollte es in meiner eigenen Sammlung gerne nochmal haben. Gerade weil ich das eine Spiel sehr gerne spiele und mindestens einmal im Jahr und bestimmt bald wieder spielen werde. Das ist die Resident Evil Origins Collection. Das heißt, mit Teil 1, dem Remake in HD-Optik und dem Resident Evil Zero in HD-Optik. Ja, musste in meine Sammlung rein und für 8 Euro habe ich, denke ich, nicht zu viel bezahlt. Na, man hätte natürlich immer weniger bezahlen, gerne weniger bezahlt, aber dem ist nicht immer so. So, ich trinke jetzt noch mal einen Schluck. Ich bin richtig außer Atem, Leute. Es war anstrengend. Ich bin auch schon noch recht fertig von diesem schönen Flohmarkttag. Ich werde heute schön relaxen und vielleicht einen Kuchen machen. Wahrscheinlich backe ich mir noch einen Kuchen. Ich habe da noch ein schönes Familienrezept, was ich mal ausprobieren muss wieder. Und ja, dann hat man schön zum Abend was, ne? Was Besonderes. Ja, ansonsten, ja, hätte ich fast gesagt, schreibt mir, was ihr heute Abend macht. Ich werde jetzt aber erst gleich für euch schöne Einzelaufnahmen oder beziehungsweise so Übersichtsaufnahmen nochmal machen. Ansonsten, ja, war es das für heute. Das war der Flohmarkt. Ja, mal sehen, was nächste Woche bringt. Ich habe immer wieder Freude dran. Ich kann jetzt schon mal sagen, Ende August bin ich auf der Toyplosion in Castrop-Rauxel am 26.08.2023. Ich blende hier nochmal ganz kurz das Logo ein. Da freue ich mich auch da zu sein. Da treffe ich echt viele YouTuber und es gibt 1800 Quadratmeter mit Toys, Retro-Toys und was nicht. Also ich freue mich schon. Keine Ahnung, was ich da finden werde. Und mein Bruder freut sich auch und ich freue mich echt viele Freunde wiederzusehen, die in südlicheren Gegenden wohnen. Von Deutschland südlicher. Ja gut, ich bin im Norden, bin im Hamburger Bereich da und die meisten dann unten im Duisburger Bereich. Was soll ich denn da sagen? Da kommt man nicht so einfach runter und deswegen freue ich mich, die alle zu sehen. Und jeder von euch, der da jetzt zuschaut, ich grüße euch noch zum Abschluss. Ja, ansonsten, was ist euer Highlight? Sagt mir über die Amiibos, welche ist,
da einer eurer Favoriten. Ich habe ja schon gefragt, was ist mit den Amiibos? Packt ihr sie aus? Sammelt ihr sie so? Wie oft findet ihr sie lose? Einfach in die Kommentare schreiben. Das macht Spaß, mit euch darüber zu reden. Ansonsten liken, teilen, abonnieren, die Glocke anwählen, damit ihr nicht verpasst, wenn das nächste Flummer-Pickup-Video online ist. Aber demnächst kommen auch wieder andere Sachen. Es kommen noch Let's Talks, es kommen Let's Views. Ich habe noch so viele Ideen, die ich machen möchte und leider nicht so viel Zeit gehabt. Ja, so ist es auch manchmal. Und eine Sache noch, oben ist einmal shotreview.de eben halt, da habe ich auch Reviews und da sind auch kurz nochmal die Videos angeteasert. Aber auf meiner Facebook-Seite von Shotreview schreibe ich auch immer News, wenn mal irgendwas mit den Videos ist, da wird auch mal das Video angekündigt. Und es kann auch mal sein, dass vielleicht ein technischer Fehler ist, dass irgendwas ist, dass ein Video ausfällt, dann erfahrt ihr da immer die News. Ansonsten, das war's jetzt. Habt noch einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal.